Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Geisty unterwegs und wir haben folgendes Setup: Ruf der See, Ausbruch, Nurses Calling und das Beste kommt zum Schluss. Und wir legen einfach mal direkt los, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Oh, der Westflügel, Leute. Oh, dann legen wir doch mal los. Ich guck mal erstmal hier in der Richtung. Und dann wäre die Frage draußen. Einmal abchecken zumindest. Sehr geil. Aber ich muss mal meinen Sound, glaube ich, ein bisschen leiser machen. War schon gerade. So, hier war jetzt nur einer. Deswegen gucke ich erstmal, dass die anderen mir jetzt hier nicht zu schnell sind mit den Generatoren hier. Ja. Ich wollte erst auf Steve gehen eigentlich, damit ich wegen meiner Fähigkeit. Steve noch hier? Nee, nicht. So, setzen wir auch nochmal zurück. Und dann können wir eigentlich gucken, wo die anderen sind. Hi, Steve. Oh. Oh, nice. Das kommt mir eigentlich ganz gelegen, dass er das gemacht hat. Weil ich ihm ja eigentlich gar keinen Hit drücken will, ne? Da hinten hat jemand einfach einen Skillcheck verkackt. Aber wie gesagt, es ist so weit am Arsch der Welt, dass es mir eigentlich sowieso egal ist. Oh, sie zieht die Palette trotzdem. Geil. Und er müsste jetzt eigentlich die gute Palette ziehen. Es sei denn, er rennt so, dass er gar keine Palette ziehen will. Okay, keine Ahnung. Soll mir recht sein. Unten hat auch jemand was verkackt nochmal. Wieso verkacken die denn die? Oder sind das. Was sind denn das für. Hä? Was sind das für Geräusche die ganze Zeit? Können doch nicht alle Skillchecks sein, die verkacken, oder? Er ist schon schön weit wieder zurück, Leute. Geil. Ach, shit. Ich dachte. Erster Fehler wieder. Ich hab gedacht, Leute. So. Aber wir können hier nochmal hinterher. Draußen. Ich werde sie ziehen. Ich? Hey, die haben Bock. Ist noch sogar. Den hier müsst ihr eigentlich nochmal zurücksetzen. Oh, Steve wieder. Steve gönnt mir zumindest immer die geilen Paletten hier. Also, naja, gut. Sind jetzt keine starken Dinger, die er mir gönnt, aber er gönnt sie mir immerhin. Miau. So, ich würde jetzt einfach mal committen für ihn, oder? Jetzt verliere ich eh schon zwei Stacks, aber dann haben wir ihn immerhin. So, let's go. Ja. Von mir aus machen wir das so, Steve, wenn du da Bock drauf hast, an den Haken zu kommen. Dann nehme ich dich doch gerne mit. Draußen lohnt nicht hierhin. Dann kann ich vielleicht den nochmal zurücksetzen. Ich hätte mir Nurses Calling jetzt sparen können, Leute. Ich habe doch das Auge eh. Ja, das war dumm, merke ich selbst. Oh! Okay, krass. Die andere steht hier auch noch. Ich wollte einmal gucken, wenn ich sie jetzt bekommen hätte, wäre ja gut.
Andere schon wieder hier? Nee. Ich weiß nicht genau, was der Plan jetzt ist von denen. Die hätten, glaube ich, lieber den Steve in der Zwischenzeit retten sollen, oder? Da kommt jemand. Wer war das? David? Oder der andere? Ah ja, sie ist... hier. Oh mein Gott. So, wir gehen direkt runter, da kann ich schön die Punkte farmen. Dann nehmen wir. Die will jetzt hier hoch. Ah. Okay, dankeschön. Dann die Lorry aufhängen. Okay. Der andere ist unten dran. Ist aber auch noch verletzt, also von daher alles gut. Einmal schnell zurücksetzen. Schaffe ich nicht. Da habe ich leider das falsche Addon für gehabt. Da hätte ich jetzt das andere gebraucht. So, es könnte sein, dass er jetzt abhängt, oder? Ja. Finde ich gut. Dann gehe ich auf sie. Oh. Planwechsel. Na, doch nicht. Wir sind hochgeheilt. Okay, ich muss doch nochmal Planwechsel machen, weil der hier den Generator sonst fertig macht. Er hat hier auch noch immer eine gute Palette, leider. Aber zum Glück hat er sie nicht genutzt. Zumindest nicht so, dass er mich jetzt hier irgendwie an die Wand gespielt hätte oder so. Ich kann ihn jetzt hier vorne, glaube ich, hinhängen. Perfekt. Dann können wir die Generatoren nochmal zurücksetzen. Die werden beide jetzt zusammen wahrscheinlich hinten dran sein, schätze ich. Aber wir haben jetzt hier natürlich auch die Generatoren. Relativ gut unter Kontrolle aktuell. Deswegen lass uns mal gucken gehen, was da geht. Ja, ja. Der ist schon was weiter. Oh, wieder die Lorry. Dann kriegst du einen, Steve. Machen wir es so. Kein Problem. Und dann kriegst du einen. Habe ich leider wieder ein bisschen was gewastet. Oh, jetzt sehe ich ihn da unten sogar. Obwohl er... obwohl ich ja gerade gar nicht unsichtbar bin. Aber ich kann halt sehen, dass er sich heilt durch Nurse's Calling. Er hat sich sogar schon hochgeheilt. Okay, wild. Ich gehe trotzdem für ihn. In der Hoffnung, dass er halt abhaut. Moin. Macht er leider nicht. Wollte halt eigentlich nur, dass er geht. Weil ich jetzt nicht so viele Stacks wasten will. So, er ist erstmal verletzt. Die beiden hauen ab. Sehr gut. Dann wird der Generator wieder zurückgesetzt. Geht jemand für den Save? Er, wenn er... okay, hier hat er auch noch eine starke Palette. Nee, komm, es lohnt sich nicht für mich. Ich muss hier bleiben. Geht jetzt jemand helfen? Ja. Da gehe ich dann hinterher. Okay, oder ich gehe nicht hinterher. Natürlich jetzt ein Bait von ihm, aber nehme ich. Wenn ich nicht tunneln muss, ist alles easy. Oh, trotzdem jemand gestorben, Leute. Herrlich. Hier vorne wäre noch eine Palette gewesen. Die wäre zwar nicht safe, aber... oh. Aber es wäre eine Palette gewesen. Aber der hat ja noch ein paar Meter gemacht, Leute. So, nächste Person ist tot. Einer ist oben. Ja, let's go, ne? Ist die Mag? Ah, ist auf jeden Fall abgehauen, wer auch immer das war. Okay. Oh, Mag.
Let's go. Nice try. Sie will auf jeden Fall dahin zurück. Okay, pass auf, komm, dann machen wir jetzt so. Die wird ja weiter rennen, oder? Ich weiß, ich verarsche nur mich immer mit meinen Mindgames. Oh, beide sind hier. Ich sammle trotzdem auch, auch wenn ich den anderen gerade gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden Dead on Hook ist. Oh, der andere rennt hier. Let's go. Ja, ja, ich komm schon. Alles klar. Ja, du weißt, dass ich die Aura hab, ne? Ach, ja. Ehrlich. Dann ab in den Keller mit ihnen. GG. Wilde Runde. Ja, Nurse's Calling war ein bisschen wasted, sehe ich ein. Aber halt, weil ich jetzt noch auf das Wallhack-Addon gegangen bin. Hatte letztes Mal zweimal dieses, dass ich aus der Unsichtbarkeit, glaube ich, schneller komme. So, Jesse dachte, ich hätte die Runde ver... Was? Also bitte. So jemand ist hier Mod, Papa. GG. Was eine spannende Runde hinten raus nochmal, Leute. Wer hat damit gerechnet, dass ich noch alle erwische? Also ich natürlich. Und ihr sicherlich auch, oder? Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.